Hey Leute und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Coach, schön, wir spielen. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch können, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut. Ich bin eher ein Spieler. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Okay. Haben wir dann noch ein bisschen gefunden. Und wir gucken aber mal noch zu den anderen und sammeln diese noch ein. Wenn ich da jetzt mal richtig hinkommen sollte. Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten 3 Halbsonnen gewinnen. Habe ich Meinst das nicht du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neue Mitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Der Wort auf. Was? Nein, das. Guck mal, was sie ja will. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu.
Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Haja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Haja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Ui, viel. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Okay, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, aber bis dahin musst du ihre Waffen noch behalten. Was bist du denn? Kann man mit dir was machen? Ach nein, hier, stimmt. Oh, das habe ich mir auch gerade total doof angestellt. Das war jetzt aber echt gerade ein bisschen peinlich. Gescannte Glyphen. Also ihr seht, da haben wir noch einiges zu tun und zu suchen. Noch einiges zu suchen. Wo ist denn der gute Mann? Ach, er da? Kleiner Moment, hinten war es noch was. Schön. Haben wir es denn noch mitgenommen? Bevor wir das verlieren. Oder nicht gefunden hätten. Ansonsten sehe ich jetzt hier erstmal nichts. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nova. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge, belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Ich habe diese ewige Müdigkeit so satt. Na gut, lernen wir so einen Habicht kennen. Achso, sie. Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund.
Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Als einmal Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Oh. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt drei Sägezähne, zwei Verwüster, einen Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Ja, da haben wir doch einiges zu tun. Gut, komm, machen wir das mal kurz ein bisschen. Oh, das eine und andere ist doch weit weg. Mal kurz gucken. Oh, Gottes Willen. Gut, das eine passt, da wollen wir eh hin. Das ist hier in der Richtung. Ja, das schaffen wir ganz gut. Was ist das? Ach so, Mondblumen. Ah, stimmt, wir haben ja das gefangen und da sehen wir jetzt alle Mondblumen. Hat sich gelohnt. Okay, also, mal gucken, ob ich den Weg nach draußen finde. Ich weiß es nicht. Er ist riesig. Wir haben doch schon mit dir erzählt. Wo geht's denn jetzt wieder raus? Ich werde es nämlich nie herausfinden. Nie. Weg. Da kann man es hier noch mit denen. Das habe ich auch einmal gefunden. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet.
Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh, das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. Wir versuchen erstmal herauszukommen. Ich weiß nicht ganz, wo es lang geht. Oh, schön, da finden wir noch was. Und danach jagen wir mal das andere Zeug. Er würde mich mit einem Schwanzschlag filettieren. Es gibt hier viel Arbeit. Ich würde gerne rein. Oh. Ob ich jetzt ans rauskomme? Ich würde ja gar nicht runterspringen, aber ich glaube, da sterbe ich. Ist echt riesig. Mal gucken, ob ich irgendwann mich wieder reinverlaufe und das alles abgeben kann. So, schön, habe noch zwei Loren gefunden. Aber immer noch nicht den Ausgang. Ich weiß echt nicht, wo ich lang gehen soll. Von da kam er, glaube ich, her. Oh, ich glaube, ich hab's. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Sehr schön, haben wir da noch ein bisschen Zeug hergestellt. So. Okay, wir wollen grob in diese Richtung, 700 Schritte. So. Schön. Haben die gerade draußen gefunden? Lief gar nicht mal so. Nein, das hat lange gedauert. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt in der richtigen Richtung bin. Doch, ja, doch, das wird was werden. Was haben wir da? Säbelzahn, 3 Stück. Nicht gefolgt von Säbelzahn. Okay. Na gut, wir kommen hier zum Säbelzahn. Gehen wir mal dahin und gucken, ob das was wird. Die brauchen wir, haben wir uns mal unglücklich verletzt.
als sie runtergefallen sind. Mehrere Mal in dem Häuschen. Da vorne ist noch eine. Da ist das Holzhaus. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, ein Schwein. Das Schwein brauchen wir auch. Nämlich zum Aufrüsten. Muss mal kurz gucken, ob das jetzt für irgendwas reicht. Ich dachte, das sollte für irgendwas reichen. Ich bin mir auch nicht sicher, deswegen schauen wir da mal nach. Wir haben... Hat sich jetzt verbessert. Was ist mehr geworden? 15? Das ist auch immer noch 6. 75? Das ist auch noch 6. Keine Ahnung. Also irgendwas ist mehr geworden, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Hab jetzt gerade nicht so aufgeachtet. Sie haben erst noch mal ein bisschen Gesundheit ein. Denn die brauchen wir. Da haben wir echt gerade sehr, sehr wenig. Das ist Holz, das kann ich liegen lassen. Das finden wir auch mal später. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht mitnehmen. Das brauche ich vielleicht noch. So, hier oben ist ein Lagerfeuer. Falls wir sterben sollten, kann ja mal passieren. Auf die Karte gucken, wo wir hinkommen. Und da, wir sind fast da. Was heißt, wir sind fast da? Nein, das ist wieder ein ganz schönes Stückchen entfernt. Aber schon mal näher. Wir haben sehr viele Metallscherben. Hallo, der werte Herr. Ich renne jetzt mal zu denen da, weil das irgendwie das Nächste ist. Nächste. Das am nächsten dran liegende Ziel. Mal gucken, was uns da erwartet. Oh, das ist noch eine Aufgabe. Die nehme ich natürlich gleich noch mit. Ich habe letzte Nacht zwei wegen Ordnungswidrigkeiten festgenommen. Gute Preise, faire Preise. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner, stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also was? Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege. Und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft.
Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Mittag. Oh, die machen mal weich. Wühler? Was für ein Volk willst du damit anlocken? Es war abgemacht. Ich werbe Kunden, du machst... Yay, noch ein Feuer. Also Feuer finden wir gerade sehr viel. Das habe ich wieder gedreht und weiß nicht, wohin ich muss. 300. 600. Und das? Keine Ahnung. Na gut, rennen wir nach da. Oh, da vorne ist noch eine Mission. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich, nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte, pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ja, genau. Kein Problem. Machen wir alles. Die Verderbnis ausrotten? Könnte man gleich versuchen, das Licht mit den Händen einzufangen. Aber Verderbnis, solche Zonen haben wir echt lange nicht mehr gefunden. Gut vorbereitet sein. Schleichen uns mal ganz langsam an. Da war noch einer, oder? Achso, der rennt weg. Gut, okay, lassen wir ihn wegrennen. Oh, schön. Die dramatische Musik, ich weiß gar nicht, für wen die ist. Wir kommen gleich dahin, wo es dann die Jagd losgehen sollte. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich weiß gar nicht, was es da sein soll. Ist das was? Nö, ist nichts.
Leuchtet nur rot. Ah. Eine Killermaschine, die plötzlich verschwindet. Genau, was die Welt braucht. Wow. Gut, warum habe ich jetzt mal geschossen? Ich weiß es auch nicht. Sehr nützlich. Wow, was ist denn hier? Schön vorbeigeschossen. Oh Gott, 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 wow, man sieht sie gar nicht. Also grobe Richtung doch schon, aber... Keine Munition ist natürlich sehr schlecht, wenn man das mitten im Spiel, mitten im Kampf herstellt. Rennt der jetzt weg? Der rennt nicht weg. Kleines Krebsvieh. Oh, 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 oh. Wow, das war ein schöner Schuss. Das war ein besserer.
Wow. Ganz ruhig. Ah, schön. Lass mich das herstellen. Okay. Was ist denn da hinten noch für eins? Oder ist das nur unsere Markierung? Ich glaube, es ist nur unsere Markierung. So, mal kurz auf die Karte gucken und ja, Markierung. Hier ist eine Metallblume, die dürfen wir, müssen wir finden. Mal kurz rauszoomen. Ich sehe im Vogel, ich sehe ziemlich viele. Halt. Das war falsch, das war auch falsch, denn ich wollte hier hin. So. Ist da hinten noch ein Teil? Oh Gottes Willen. Die wollte ich aber nicht versammeln. Na komm. Okay, alles weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, ich brauche eine Stunde, bis ich irgendwas finde. Was für Mist. So ein Kack. Also, ihr seht, wir brauchen immer viel Heilzeug, sonst passiert sowas, wie gerade eben. Okay, haben eins gefunden, habe ich auch ganz gut zurecht gemacht. Wollen es noch ein bisschen zu, naja, waghalsig. Mal gucken, wo wir jetzt sind. Hoffentlich haben wir das eine Teil schon abgeschlossen. Und ja, gut, das haben wir abgeschlossen. Das ist sehr schön. So, kurz gucken. Das eine ist da und wir dürfen nach hier. Was finden wir hier? Säbelzahn. Da muss ich in die Richtung. Gut. Ach so, ist das Lager voll. Ich dachte, oh, was ist denn das jetzt? Nein, das ist noch da. Ob es noch einen Händler gibt, dem wir was verkaufen können. Drei Stück gibt es da. Ich weiß gar nicht, wie wir die letzten waren. Auf jeden Fall, den haben wir. Wir haben einen übernommen. Sehr schön gemacht. Wir haben einen übernommen und dann haben die zwei sich bekämpft. Das ging ganz gut. So, holen uns erstmal da noch ein bisschen so viel rotes Zeug, wie wir finden können, damit wir im Kampf ein bisschen, vor allen Dingen mache ich mal hier das Haie-Zeug mit rein. Haben wir noch 5? Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Mal schauen.
Oh, da ist was. Da kämpfen wir hier. Ist das was, was wir brauchen? Das ist ein Schnappmaul. Oh, das ist auch groß. Was ist schon immer so groß? Ich habe mich gerade gefeiert und gefreut. Nein, rennt er nicht? Oh, ich Idiotin. Idiot, meine ich. Das ist ein verkackter Baum. Danke, lieber Baum, du hast uns sehr geholfen. Kommt nicht an. Kommt einfach nicht an. Sehr hilfreich. Genau. Hier gibt es nichts zu sehen. Wie brauchen wir? Wir brauchen einfach... halt. So, jetzt kann man wieder herstellen. What the fuck? Stopp, oh, da ist er. Oh mein Gott. Gott sei Stein. Hat sich auch mal gelohnt.
Okay, müssen wir kurz gucken, was rausschmeißen ein bisschen was. Denn wir haben 30 und... Kann ich wieder nicht entscheiden, da schmeißen wir, weiß nicht, so... Da haben wir echt sehr viel Holz. Okay, haben wir dann eben schon da die Linse gefunden. Ja. Leider finde ich nicht die Pflanzen, die mich am besten heilen. Sondern nur die anderen. Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal an der Stelle Schluss und gehen im nächsten Video weiter. Wir suchen natürlich dann weiter immer noch Säbelzahntiger. Ich dachte, da sind wir schon, aber nein, wir waren da ein bisschen falsch. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze gerne kommentiert, abonniert und ein bisschen Däumchen da lasst. In diesem Sinne, dicken Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Euer Coach hier. Bye.